Reicht für meine Werkzeuge eine günstige Schleifstation? Heißt, ist günstig immer gleich schlecht? Wir schauen uns heute in diesem Video eine Schleifstation an und deren Ergebnisse. Viel Spaß beim Schauen. Willkommen bei Gipfelholz. Die letzten Wochen haben wir ja gesehen, Schärfen, das ist wirklich ein großes Thema bei euch. Viele haben aber auch gesagt, die Geräte, wo wir vorgestellt haben, verlinkt man hier oben, die sind recht teuer. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir uns jetzt aber auch mal eine günstige vom Parkside besorgt. Mit der kann man Bohrer schärfen, Stechbeitel schärfen, Messer und Scheren schärfen. Und wir schauen, ob auch eine günstige Variante von Schärfstationen gute Ergebnisse liefern kann. Ja, fangen wir mal mit dem vielleicht wichtigsten Thema an, und zwar wäre das Bohrerschärfen. Ich habe jetzt mal hier den Aufsatz draufgeklickt. Jetzt habe ich hier so einen Bohrerhalter. Den schraube ich so weit auf, dass der Bohrer mal durchpasst und dass er sich noch bewegen lässt. Dass ich das noch ein bisschen zuschraube und dass er sich noch ein bisschen bewegen lässt. Genau. So. Und jetzt gibt es da hier eine Vorrichtung für, eine kleine Klappe. Und jetzt tun wir den da hier rein. Kann man das erkennen? Ja. Jetzt muss ja eigentlich, ihr merkt schon, ich habe hier ganz schön Spiel und es wackelt alles ganz schön. Auch diese Halterung wackelt hier. Ich muss jetzt die Spitze in die Mitte kriegen, in diesem, wo ihr das so seht hier. Das ist so ein Abstandshalter. Abstandshalter, genau. Dann schiebe ich das nach unten und drehe den Bohrer nach von der Seite aus nach rechts. Genau, von deiner Seite aus nach rechts. Und dann muss ich ihn festschrauben. So, und jetzt heißt in der Bedienungsanleitung, ist er richtig gespannt. Und jetzt muss ich den eigentlich nur hier oben reinlegen. Jetzt schauen wir mal die Seite an. Ja, Winkel schaut ganz okay aus. Und dann muss ich eigentlich nur, wenn das Gerät an ist, links und rechts schieben. Natürlich wahrscheinlich von hier oben halten. Links und rechts schieben. So, dann machen wir das jetzt mal an hier, das Gerät, und probieren mal diese Seite zu schärfen. Gut. Jetzt haben wir die Seite geschliffen. Jetzt brauche ich dieses nur umdrehen und mache das gleiche auch nochmal hier. Jetzt haben wir mal den ersten Bohrer geschärft. Es ist ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Das Problem ist, was ich jetzt gesehen habe, also der Bohrer ist jetzt mal, kannst du es da hoffentlich daran erkennen? Ja, sieht man, dass es relativ gut ausschaut. Es schaut relativ gut aus. Das Problem, was ich jetzt dabei hatte, ist, das Ding wackelt halt wie die Sau hier, also das hat gar keine Führung, seht ihr das? Und hier kann ich den Winkel sehr, sehr schnell im Endeffekt falsch anschleifen. Also man sieht ja, wie das hier wackelt. Und wenn man hier hin und her bewegt, bewege ich jedes Mal dieses Ding hier, weil das keinen richtigen Sitz hat. Das Problem ist dabei dann, dass ich diese Mitte nicht mehr wirklich treffe hier. Also ihr müsst dann aufpassen bei dem Schleifen hier, dass ihr links und rechts immer genauso gleich viel abnimmt. Weil sonst kann es nämlich sein, dass die Spitze dann rüberwandert und auf der einen Seite mehr geschliffen ist als auf der anderen. Das kommt daher, dass es halt so wackelt. Aber jetzt für den ersten Versuch, oder was heißt ersten Versuch, ist es jetzt gar nicht mal so schlecht. Dann testen mal noch. Testen mal einfach. Okay. Okay, habt ihr gerade gesehen, das ist gerade weggelaufen. Jetzt werde ich es mal vorkörnen und schauen wir mal. Ich habe es jetzt nicht vorgekörnt. Man muss es natürlich vorkörnen, aber ich wollte nur mal schauen, ob der Bohrer irgendwo wegläuft. Also er ist definitiv weggelaufen. Ja, zack, Adi! Boah! Sehr fix! Naja, ich sag jetzt mal, das, obwohl ich es vorgekörnt habe, habe ich das Loch nicht wirklich getroffen und der Bohrer hat sich immer verzogen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es nicht richtig erwischt habe, dass ich das genau in der Mitte hatte, praktisch jetzt diese Schleife, also die Spitze nicht richtig geschliffen habe. Und ihr habt es auch gesehen, scharf ist was anderes. Okay. Das sind auch keine richtigen schönen Späne, das sind einfach nur, ja, naja, gut.
Jetzt habt ihr ja gerade eben gesehen, der Thomas hat mir das mit dem Drill-Doktor nochmal nachgeschliffen, diesen gleichen Bohrer. Jetzt bin mal gespannt, oder jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da besser reinkomme mit diesem nachgeschliffenen Bohrer. Ich habe auch noch vorgekörnt hier. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, schaut mal, da kommen richtig schöne Späne raus. Ich weiß nicht, das hat man beim Bohren vielleicht nicht gesehen. Doch, hat man schon gesehen. Hat man gesehen? Ja. Okay, aber da sind wieder richtig schöne Späne und da ist es scharf. Und mir ist gleich aufgefallen, ich bin gleich, da die Spitze jetzt komplett zentriert ist im Endeffekt, bin ich gleich reingekommen. Also es muss dann wirklich daran liegen, dass praktisch ich mit dem Parkside hier nicht wirklich die Spitze richtig gerade kriege wahrscheinlich oder nicht zentriert bekomme. Okay, wir werden aber doch mal einen Versuch machen und werden es euch mitteilen. Also sorry, ich breche da jetzt ab. Das ist auch gerade nochmal, die zweite Variante ist nochmal mit dem anderen Bohrer versucht nachzuschärfen. Ich breche jetzt da ab, da kommt nur Mehl raus. Also im Endeffekt. Man schleift, glaube ich, eher die Bohrer kaputt als die scharf, oder? Ja, ich wollte es jetzt ehrlich gesagt nicht glauben mit diesem Bohrer. Ich habe diesen Bohrer, den gleichen Bohrer, nochmal mit dem Drill-Doktor nachgeschärft und werde jetzt euch mal zeigen, dass das hier wirklich auch funktioniert. Der gleiche Bohrer, der vorhin gerade mit der anderen Station nachgeschliffen wurde, ist, der nicht funktioniert hat. Jetzt schauen wir mal. Eide guck, schaut's mal, hier wieder richtig schöne Späne und das mit dem gleichen Bohrer, der vorher nachgeschliffen nicht funktioniert hat. So, also das Bohrerschärfen schon mal durchgefallen. Bei der nächsten Schärfhilfe bin ich, glaube ich, genauso pessimistisch, sage ich mal. Da geht es darum, dass man Stemmeisen schärfen kann, aber wenn ihr schon mal hier seht, wieder. Ja, das ist es. Wackelt rum. Oh ja. Naja, egal, wir werden es trotzdem. Ich habe eh ein altes genommen, wo. Du, hier musst du aber anliegen. Hier muss ich anliegen, ja. Genau. Runterdrucken. Anliegen, du bist nicht richtig dran. Ach, da? Ja, genau, dass du im Winkel bist. Müssen wir schon richtig machen. Gucken wir mal. Ne? Ui, was ist denn da passiert? Ja, also ist ein bisschen franzig. Okay, der Grat ist unten dran. Aber was viel schlimmer ist, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, ihr macht eine Mulde rein. Sieht man das? Ja, da ist eine Mulde drin. Ja. Okay, das hat damit natürlich zu tun von der Größe, gell? Von dem Schleifstein. Eine Mulde, okay. Aber das, mach das mal nochmal vernünftig zu Ende. Mal schauen, ob du noch irgendwie einen schönen Schleifbild hinkriegst. Mhm. Jetzt müssen wir es mal genau inhalten, bleibt mal ganz ruhig. Aha, okay. Seht ihr jetzt hier die Mulde? Hier in der Mitte. Wenn man das mit dem Licht mal ein bisschen spielt, dann seht ihr hier eine Mulde hoffentlich. Okay, also das Schleifbild ist jetzt. Wie schaut vorne aus? Ist das Ding scharf? Testen wir es halt einfach mal. Ja, test mal. 20, mal noch auf dem Leder abziehen. Ja. So, jetzt mal abziehen und jetzt nimmst du mal ein Holzstück und dann schauen wir mal, ob da irgendwie scharf ist. Kommt immer nur nach hinten. Ich weiß nicht, was du machst, Thomas, aber. Ich wollte so eine richtige schöne Späne eigentlich sehen so von dir. So eine richtig schöne gerollte Späne, aber irgendwie. Nee, das ist, glaube ich, alles andere als scharf. Ich wollte so eine richtige schöne Locke sehen. Ich kann der Locke von mir abschneiden, aber mit dem Ding. Lass es gut sein. Lass es gut sein. Nö, auch keine Begeisterungsausrufe bei mir. Wie gesagt, mir stört schon allein nichts, dass er hier da so eine Mulde reinmacht. Mit teuren würde ich da absolut nicht hingehen. Kauft euch da lieber, kennt ihr mit Sicherheit, das ist wie so eine Rolle, wo ihr es dann auf dem Schleifstein schön im Winkel abschleifen könnt. Wir verlinken es, glaube ich, mal unten, wo wir finden, aber es könnt ihr auch selber bauen, gibt es genügend Bauanleitungen dazu. Genau. Gut, dann werden wir jetzt noch die letzte. Ob man wenigstens als Messer- und Scherenschärfer nehmen kann. Eben. Gut,
Dann werden wir mal versuchen, dieses Messer hier nachzuschärfen. Es ist ein absolut Billigmesser, weil ein teures Messer werden wir wahrscheinlich hier nicht verwenden. Aber wir schauen mal erst, ob es richtig funktioniert. Dafür setzt man dann die andere Einlage wieder rein. Dieses hier. Und das heißt eigentlich nur, ich muss jetzt hier hin und muss das Messer hier durchziehen, muss das Messer hier so durchziehen. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Okay. Das werden wir jetzt nicht filmen können, aber die ist jetzt nicht wirklich gleichmäßig, der Schliff. Und ich spüre hier sogar noch leichten Grat irgendwo teilweise. Das Problem wird da wahrscheinlich sein, schaut's mal, ich kann hier ja praktisch alles immer, ich habe hier keinen festgesetzten Winkel im Endeffekt. Also ich bin da rein und ziehe es einfach durch, aber ich werde mich da einfach so rum bewegen, deshalb ist der auch nicht gleichmäßig. Jetzt ziehe ich es nochmal durch und werde mal versuchen, ruhiger zu bleiben. Ja, ich habe es wieder nicht geschafft. Man sieht es, glaube ich, nicht auf der Kamera hier. Es ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, nicht gleichmäßig der Schliff. Ich habe da leichte Beulen, also Huckel drin. Man sieht schon. Man sieht es, oder? Mhm. Okay, prima. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da anders machen könnte. Aber ich habe hier Buckel drin. Weiterer Nachteil, wie gesagt, auch hier wird es ja wahrscheinlich, wenn man es unter dem Mikroskop anschaut, halb rund angeschliffen haben. Ja, ich habe hier auch, wenn ich jetzt drüber fahre, ich habe es da richtig rau im Endeffekt, richtig rau. Aber guck mal, ob es wenigstens Papier schneidet jetzt. Habe ich hier Papier liegen? Schauen wir mal. Naja, es halb geschnitten, halb gerissen. Naja, da unten habe ich geschnitten, da oben habe ich gerissen. Naja, gut, okay. Vielleicht mal schnell in der Küche mal was schnell nachschleifen, aber ich würde jetzt mal sagen, unsere teuren Messer, die wir haben, nein, werden wir nicht verwenden. Nein. Gut, Schere noch. Gucken wir mal. Wie schaut das Schleifbild aus? Also hier. Komm mal ein bisschen mehr aus dem Schatten raus, Thomas. Hier ist, könnte man noch weiter schleifen wahrscheinlich, aber vorne an der Schneide ist es dran. Es fühlt sich auch scharf an. Gut, das Schleifbild. Da ist es besser. Hier ist ein bisschen besser, aber ich habe ja trotzdem Phasen drin. Ganz komische. Ja, das hat auch. Bleib mal ruhig. Weil man halt keine richtige Führung hat, das ist auch nicht so stabil. Man wackelt einfach rum. Aber es wäre ja wurscht, wenn sie schneiden würde, richtig. Ja, schau mal. Was heißt wurscht? Oft kann man es nicht machen. Ja, gut, Papier. Nee, nicht mal. Hinten schneidet sie. Was ist mit vorne? Nicht wirklich, ja, gell? Ja, doch, geht auch. Geht, oder? Naja, gut, aber scharf. Ist es scharf? Geht, also, oder? Wie gesagt, ein teurer Scherenschneider, aber das ist nur das Beste, glaube ich, okay, wo gut. Man nutzen kann. Also das funktioniert. Prima. Das war jetzt unser Test zu der Parkside Schleifstation. Uns hat es jetzt nicht so gefallen. Wie gesagt, das Schärfen von der Schere, das funktioniert noch einigermaßen, aber der Rest, naja. Es soll sich jetzt aber wirklich nicht so anhören, dass wir sagen, alles von Parkside ist schlecht. Nee, Parkside, die haben auch gute Werkzeuge, gerade für einen Heimwerker. Könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, wo Parkside wirklich gute Werkzeuge hat. Wir haben jetzt noch nicht so viele, aber es wird wahrscheinlich viele interessieren, was man sich von Parkside kaufen kann. Ich glaube, die Akkuschrauber sind ganz gut, aber das hier, nee. Außer einer von euch will es jetzt unbedingt haben, dann schickt es uns 10 Euro plus Versand. Dann und wir schicken es dann zu. Genau. Ansonsten lasst einfach einen Daumen da, wenn ihr weiterhin Werkzeugtests sehen wollt, dann abonniert zu uns. Und ja, Kommentare habe ich schon erwähnt und wir machen Feierabend. Also, viel Zeit. Prost miteinander. Servus.